Herzlich willkommen zurück zu Anstoß 3. Wir sind hier beim 1. FC Union Berlin und spielen jetzt nächstes gegen Borussia Dortmund. Und ja, diese beiden Tabellenplätze würde man andersrum vermuten. Denke ich mal. Wir stehen aktuell auf Platz 5 nach 14 Spieltagen. 6 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Ich finde, das kann sich sehen lassen als Aufsteiger, dem ja auch noch 2 wichtige Spieler fehlen mit Tana und vor allem Leistner. Und Rob Holding, der komplett außer Form ist. Ach, wir hätten ihn für über 20 Millionen ziehen lassen sollen. Ach, unglaublich. Einfach unglaublich. Präsidium, wie steht das so? 82%. Das ist halt leider ein nervöses Präsidium. Aber damit hat Klaus Müller ja schon viel Erfahrung. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Ein bisschen Regeneration. Und ja, was soll ich sagen? Hier ist jetzt noch nicht so viel passiert. Hier sind immerhin die Hinspiele schon erfolgt. Könnt ihr gerne pausieren im Video, wenn ihr das möchtet. Und wir spielen als nächstes Jahr gegen den BVB. Sollte man meinen, dass Dortmund uns klar überlegen ist, auch im Mittelfeld sind sie uns überlegen. Also eigentlich ist das eine klare Niederlage. Sie sind uns in allen Belangen überlegen. Ja, gut, aber können wir nichts dran ändern. Pedersen spielt natürlich hier wieder für den verletzten Leistner. Kann man nichts machen. Man könnte halt versuchen, vorsichtig zu spielen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Wir gehen hier mal auf ganz sicher vorsichtig. Das hat gegen Bayern ja auch schon ganz gut funktioniert. Gut, Dortmund ist jetzt hier immerhin auch noch ganz gut aufgestellt. Dorn im Sturm ist auch interessant. Müssen wir uns damit vorsichtig... Wir gehen das erstmal vorsichtig an und wenn wir merken, so nach einer halben Stunde, da geht was, können wir auch wieder auf normal stellen, würde ich sagen. Aber erstmal sind wir nun mal leider deutlich unterlegen. Das Stadion ist ausverkauft und es gibt in der ersten Minute gleich einen indirekten Freistoß für Borussia Dortmund aus 20 Metern Entfernung. Reus hebt den Ball in den Strafraum, Kopfball Aubameyang, aber Busk ist da. Ja, hier ist Aubameyang nicht gewechselt, hier ist er beim BVB geblieben. Der Hut hat alle Zeit der Welt. Läuft in die Mitte, flankt weit auf den linken Flügel. Kein Abseits. Aubameyang legt flach an die Strafraumkante zurück. Reus versucht Öztunali auszuspielen, aber der geht entschlossen zur Sache und gewinnt den Zweikampf. Ich weiß gar nicht, vorsichtig überhaupt richtig ist. Ich glaube, wir machen doch noch mal normal, oder? Na gut, es gibt erstmal indirekten Freistoß aus 19 Metern. Trimmel läuft an und flankt den Ball auf den langen Pfosten. Schöne Flanke, aber keiner denkt mit und es gibt Abstoß. 20 Minuten vorbei. Der BVB ist jetzt alles andere als gefährlich. Komm, wir gehen mal auf normal. Und machen die auch wieder ein bisschen höher. Mal gucken, ob das was bringt. Es gibt direkt Ecke von der rechten Seite. Trimmel schlägt den Ball hart nach innen. Öztunali steigt hoch und köpft den Ball halbherzig aufs Tor. Birki hat kein Problem. Guerrero spielt quer in die Mitte. Marc Bartra schlägt den Ball auf die linke Seite hinaus. Guerrero sieht, dass er jede Menge Platz auf dem linken Flügel hat und marschiert, bringt den Ball unter Kontrolle und zieht eine scharfe Flanke in den Strafraum, aber zu weit. Landet auf dem anderen Flügel, dort ist Durm, der noch einen Haken schlägt, dann in den Strafraum flankt oder es zumindest versucht. Der Ball liegt wieder auf der anderen Seite des Flügels, jetzt hat Guerrero wieder den Ball, versucht es auch nochmal, aber der landet jetzt im Aus. Also sinnloses Hin- und Hergeflanke. Damit können wir leben. Jetzt Kagawa schaut, schlägt den Ball dann weit auf die andere Seite. Dort ist Guerrero, der spielt doch mal quer auf der Hut. Der passt dann ins linke Mittelfeld auf Kagawa. Der marschiert auf die rechte Strafraumecke zu, bringt das Leder unter Kontrolle, spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Der Hut hat jetzt den Ball, schlägt den Ball jetzt auf die linke Seite. Dort ist Guerrero, der flankt rechts vor den Strafraum. Kein Abseits. Kagawa stoppt den Ball, passt nochmal auf den rechten Flügel und läuft in den Strafraum. Durm versucht Pedersen auszuspielen. Geht auch an ihm vorbei. Durm marschiert auf die rechte Strafraumecke zu, schießt, tritt in den Boden. Der Ball rollt in den Strafraum. Kagawa ist dort und entwischt Trimmel, erreicht den Ball mit der Stiefelspitze und macht ihn rein. 0:1. Shinji Kagawa. Schade. Guerrero läuft Richtung Strafraum, stoppt den Ball, spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Dahoud marschiert auf die linke Strafraumecke zu, nimmt den Ball mit, kann vor dem Strafraum nochmal querlaufen. Dahoud schaut auf den rechten Flügel hinaus und spielt einen wunderbaren Pass dorthin. Durm nimmt den Ball zur Grundlinie mit, passt dann zur Strafraumgrenze zurück.
Davut spielt einen verdeckten Pass nach rechts auf Jarmolenko, der sich Redondo gegenüber sieht. Doppelpass mit Pulisic macht, den Ball mitnimmt und vor dem Strafraum herlaufen kann. Ganz schön lange Chancen hier. Jetzt immer noch Pulisic am Ball, kann wieder querlaufen. Läuft auf den Strafraum zu und zieht ab. Busk springt, wehrt den Ball nach außen ab. Giro kommt aus spitzen Winkel zum Schuss ans Außennetz und dann ist Halbzeit. Mit der vorsichtigen Taktik hat es besser funktioniert. Wir werden das jetzt mal so machen. Wir werden den Einsatz ein bisschen erhöhen und wir werden kontrollierte Offensive machen. Trotz dessen lasse ich das hier so. Und dann können wir im Einzelgespräch noch Luka Modric tatsächlich loben. Okay. Genau, wir wollen jetzt ein bisschen Kampf sehen. Es gibt direkt einen Freistoß aus 18 Metern Torentfernung, Mittelstürmerposition. Krajlach läuft an, flach in die Ecke, Birki taucht nach unten, kommt noch mit den Fingerspitzen an den Ball, aber er ist trotzdem drin. Das ist der Ausgleich. 1:1. Wir gehen wieder auf Normal. Der zweite Saisontreffer von Damir Krajlach bringt uns hier wieder zurück. Und auch ansonsten passiert nicht sonderlich viel. Gelb für Rafael Guerrero nach einem üblen Foulspiel. Velkovic schaut, spielt quer. Krajlach sieht sich Kagawa gegenüber. Versucht einen Doppelpass mit Modric. Macht er sehr schön. Legt den Ball dann auf die rechte Seite quer. Velkovic flankt den Ball in die Mitte. Krajlach nimmt den Ball mit und sprintet Richtung Strafraum. Nimmt den Ball mit, legt ihn nochmal nach links. Redondo kontrolliert den Ball. Legt dann aber den Rückwärtsgang Richtung Mittelkreis an, passt den Ball ins linke Mittelfeld hinüber. Aber da kommt keiner mehr ran. Und die nächste Chance. Krajlach setzt sich energisch gegen Kagawa durch. Krajlach sieht sich tot gegenüber. Herrlicher Doppelpass mit Modric. Krajlach überlegt kurz einen Moment und legt sich dann den Ball einige Meter vor. Schießt einfach mal mit voller Wucht aufs Tor. Was für eine Granate, aber knapp. Äußerst knapp daneben. Sokrates sieht, dass Busk zu weit vor der Torlinie steht. Der macht heute auch kein gutes Spiel, der Busk. Spielt den Ball dann aber nach links. Davut spielt sofort steil. Aubameyang versucht, Trimmel auszuspielen. Geht auch an ihm vorbei. Läuft jetzt Richtung linke Strafraumecke. Nimmt den Ball mit. Will zurück ins linke Mittelfeld spielen. Aber der Ball, der geht in Seiten aus. Das gibt uns die Möglichkeit zu wechseln. Ich wechsle jetzt einfach mal den schlechtesten Spieler aus. Das ist Busk. Wir machen das einfach mal. Nochmal Spielpraxis für Donnarumma. Und viel schlechter werden kann es ja auch nicht. Und dann darf Hedlund für Redondo kommen. Ja. So erstmal. Und für die letzte, jetzt nochmal Kagawa, der Drisch des Leder. Hochhorst-Tor. Dom nimmt den Ball in vollem Lauf mit der Brust ein und geht von halbrechts aufs Tor zu. Von Holding ist nichts zu sehen. Dom zieht ab. Gut, Donnarumma klatscht den Ball nach vorne ab. Reus bekommt den Ball vor die Füße und das ist das Tor. Ja. Kann es vielleicht doch schlimmer werden? Scheint ja so. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Der Hut schlägt den Ball auf den linken Flügel. Aubameyang versucht, Trimmel auszuspielen. Er setzt eine Grätsche an und kann den Angriff abfangen. Das ist echt ärgerlich. Wir waren ja wirklich drauf und dran, noch das 2:1 zu machen. Und dann machen die Dortmunder das Tor. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich an Donnarumma lag. Aber für den natürlich auch äußerst unglücklich. Schade. 1:2 gegen den BVB. Wir rutschen wieder ab auf Platz 8. 8 Punkte Vorsprung auf Darmstadt. Ja, kann ja noch alles werden. Kann ja noch alles werden. Beziehungsweise sieht ja ansonsten auch insgesamt ganz gut aus. Wir sind nicht untergegangen. Jetzt kommen schon attraktivere Angebote. Arminia Bielefeld, Vorletzter der zweiten Liga. Nee. Kickers Offenbach, Letzter der Regionalliga Süd, also dritte Liga Süd. Nein. Ich weiß nicht, warum er das dann so schnell immer wieder ändert. Busk und Cornelius sind für die dänische Nationalmannschaft nominiert und Velkovic für die serbische. Immobili von Lazio Rom. Ja, aber wir werden erstmal ein bisschen Geld sparen. 5 Millionen, das wird auch gerade ein bisschen weniger. Ich glaube, letztes Mal, als ich geschaut hatte, hatten wir noch 6 Millionen. Gucken wir nochmal kurz, was hier Viktoria Köln macht. Oh, Hannover hat auch große Probleme. Mit dem Abstieg klar zu kommen. Viktoria Köln, die spielen um Aufstieg mit. Klar. Logisch. Nächster Gegner ist dann Werder Bremen. Deutschland unterliegt Russland mit 0:1. England schlägt Portugal mit 4:0. Schweiz-Italien 3:3. Spanien-Belgien 2:0. Niederlande-Österreich 0:0. Deutschland mit Island, Tschechien, Russland, Schottland und Finnland in einer Gruppe. Das sollte aber trotzdem machbar sein, denke ich. Man wird sehen.
Eine leichte Darmgrippe hat ihre Mannschaft erfasst und jeder Spieler verliert einen Motivationspunkt. Außerdem gehen noch 3 Konditionspunkte verloren. Na super. Ciro Immobile wechselt zum FC Barcelona. 38,85 Millionen gehen an Lazio Rom. Naja. Ja, Werder Bremen. Das sollte dann wieder etwas besser aussehen. Ja, das Mittelfeld sieht richtig gut aus. Die haben eine super Abwehr. Aber somit bin immer nicht so ganz gut gefahren, wenn ich mit 2 Spitzen gespielt habe. Deswegen lasse ich das einfach mal. Und Kreilach jetzt rauszusetzen nach dem Superspiel gegen Dortmund ist irgendwie auch das falsche Signal. Die gehen hier wieder hoch, gehen wieder auf die kontrollierte Offensive, würde ich sagen. Das sollte gegen Bremen durchaus drin sein. Ja, das ist halt nur die Frage, ob wir mit unserem Ein-Mann-Sturm da gegen diese Abwehr ankommen. Müssen wir irgendwie. Hilft nichts. Hat sich aber auch wenig getan im Kader. So, Gegnerinfo, Spielankündigung. Da wollte ich hin. Sehr ausgeglichen. Vielleicht sage ich das nochmal. Ich hoffe, ich habe es noch nicht so oft gesagt. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Ja, die blicken in böse Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. 1, 2, 3, 4, auch eine sehr schöne Zahl. Ausverkauftes Haus in Bremen. Oh, schön. Und Cornelius verletzt sich. Damit haben sich 2 von 3 Stürmern verletzt, die wir haben. Polter ist also quasi unser letzter Stürmer. Und Da Costa kommt, legt nach links auf Garcia. Der läuft mit dem Ball Richtung im Mittelkreis, passt den Ball direkt vor den Strafraum. Delaney nimmt den Ball mit, spielt ihn auf die linke Seite. Eggestein nimmt den Ball mit, kann vor dem Strafraum querlaufen, zieht kurz an und ist an Öztun Ali vorbei, der ja auch gegen seinen Ex-Club spielt. Wird von Kreilach gerempelt, aber das bringt ihn auch nicht davon ab, den Ball auch Belfodil zu spielen. Petersen geht mit Hut, Belfodil macht das 1:0. In der 5. Minute für Werder Bremen sein 5. Saisontreffer. Gelb für Rob Holding nach einem umstrittenen Handspiel. Und Ecke für Werder Bremen. Von der linken Seite. Wieso spielen wir eigentlich kontrolliert offensiv? Warum spielen wir kontrolliert offensiv? Verdammt. Donnarumma ist da, packt sich dazu, ist jetzt erstmal wieder im Tor nach dem nicht so guten Spiel von Busk. Wieso habe ich denn auf kontrolliert offensiv gespielt? Mist, das wollte ich nicht. Aber jetzt in der 2. Halbzeit müssen wir es wahrscheinlich tun, wenn jetzt hier nicht der Ausgleich fällt. Redondo zieht den Ball hart an den 5-Meter-Raum, aber keiner kommt dran. Geht leider auch nicht ins Tor. Schade, schade, schade. Bartels flankt den Ball in die Mitte. Delaney läuft mit dem Ball hinaus auf die linke Seite und sieht sich Gorgia gegenüber. Wechselt erst einmal den Flügel. Bartels marschiert auf den Strafraum zu, bringt den Ball nach einem Stolperer wieder unter Kontrolle. Und schlägt ihn auf den rechten Flügel. Belfodil nimmt den Ball mit. Lässt Petersen mit einem gekonnten Haken ins Leere laufen. Herrlicher Schlenzer aufs lange Eck. Donnarumma hat den Ball im Nachfassen. Heieiei. Das ist ungünstig. Donnarumma auch nicht so berauschend. Komm, wir werden ihn mal aufbauen. Wir werden jetzt hier doch ein bisschen hochstellen müssen. Das hilft nichts. Ich mache das hier mal raus. Also ich möchte echt mal gucken, ob das vielleicht auch was bringt. Ich bin noch nicht sonderlich überzeugt aktuell davon. Wobei, sonst läuft es ja, ne? Und, ja, antreiben habe ich auch schon so oft gesagt. Ecke für Werder Bremen. Jetzt von der linken Seite. Kruse legt sich den Ball zurecht. Winkt noch einmal freundlich den Fans zu. Schlägt den Ball dann gefühlvoll nach innen. Aber Modric kann per Kopf klären. Ist ja auch nicht gerade der Größte. Lamine Sané kriegt eine rote Karte nach fairem Tackling. Haha. wir sind in Überzahl. Aber trotzdem kommt hier erstmal wieder nur Werder Bremen. Die spielen den Ball auf die rechte Seite hinaus. Da Costa läuft gemächlich Richtung rechte Strafraumecke. Legt den Ball jetzt nach innen auf. Garcia stoppt den Ball, legt ihn dann nach links ab. Eggestein setzt sich mit viel Glück gegen Öztun Ali durch und dringt in den Strafraum ein. Wird nicht angegriffen, versucht es mit einem Schuss. Und er geht nur um Haaresbreite daneben. Es kommt, wir finden nicht mehr statt. Wir finden nicht mehr statt. Kreilach fault Delaney und wird dafür auch ermahnt. Jetzt direkt der Freistoß für Werder Bremen. Wir müssen gleich mal ein bisschen offensiver aufstellen. Ich habe nur leider keinen Stürmer mehr. Donnarumma stürmt raus, kann den Ball nicht festhalten, aber fast nach und hat ihn dann sicher.
So, wir machen was. Kreilach steht kurz vor dem Rausschmiss, deswegen würde ich ihn dann jetzt auch mal rausnehmen. Wie gut ist er denn hier gerade? Wo ist er denn da? 3,5, ja. So, ich habe keinen Stürmer. Habe ich jemanden, der das sonst kann? Öztunali hat es als Nebenposition. Chipski auch, ja. Da können wir auch gleich Chipski vorne reinstellen. Das werden wir mal machen. So. Ja, damit sind wir im Mittelfeldwert immer noch deutlich besser. Und unser Sturmwert ist auch besser geworden. Ja, das machen wir so. Wen können wir noch rausnehmen? Herr Donnarumma, nein, ich glaube nicht. Ja, der Rest ist eigentlich ganz okay. Mehr Einsatz, mehr Offensive. Volles Risiko. Obwohl, wir sind jetzt hier gerade mal in der 70. Minute. Na gut, trotzdem. Indirekter Freistoß für Werder Bremen. Von rechts aus 19 Metern Torentfernung. Kruse läuft an, haut den Ball in die Mauer und der Abpraller landet zentral vor dem Strafraum bei Bartels. Der zieht aus 20 Metern sofort flach ab und Glanzparade von Donnarumma. Na, der fängt sich doch langsam. Modric versucht, Gacinovic auszuspielen, geht auch an ihm vorbei. Marschiert sofort mit dem Fuß, mit dem Ball am Fuß nach vorne. Stoppt den Ball etwa 19 Meter vor dem Tor. Spielt steil in den Strafraum. Kein Abseits. Polter stoppt den Ball an der 16-Meter-Linie. Aber Caldirola geht energisch dazwischen und schlägt das Leder weit nach vorne. Wir gehen jetzt auf Brechstange. Habt ihr sicherlich schon gesehen. Habe ich oben eingestellt. Aber das wird auch nichts mehr bringen. Ja, wir verlieren mit 0:1 gegen Werder Bremen. Achillessehnenreizung bei Cornelius. Gut, dass bald Pause ist. Und ja, rutschen damit runter auf Rang 9. Die aktuelle Aufstiegseuphorie ist wieder ein bisschen verflogen und wir haben ein kleines Stürmerproblem. TSV Steinbach, ich glaube nicht, Freunde. Ja, toll. Und weil wir vorher so gut waren, das finde ich irgendwie auch so ein Unding bei Anstoß 3, weil man vorher gut ist, ja, lange Zeit über dem Saisonziel ist und man dann auf einmal abrutscht, was ja ganz normal ist, wird man abgewertet. Man wird aber nicht aufgewertet, weil man so gut ist. Nein, weil man so gut ist, wird abgewertet. Naja. So, mal gucken. Haben wir vielleicht noch einen Stürmer? Sieht nicht so danach aus. Ach, nee. Ich hatte jetzt nochmal auf einen Stürmer auf der Leihliste oder so gehofft. Den, oder einer, den keiner will, aber... Naja. Ja, und der letzte Gegner vor der Winterpause ist dann Bayer Leverkusen. Aber ich glaube, wir haben auch noch DFB-Pokal. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, erst die Woche danach. Erst die Woche danach. Leverkusen, Illertissen und Wolfsburg. Mit dem Blick auf die Zeit denke ich aber nicht, dass wir das noch groß schaffen werden. Ja, ansonsten sieht es ja ganz gut aus. Wie sieht es denn aus mit dem Kader für die neue Saison? Da kommt Gedes dazu, Henke kommt wieder zurück und Chambers, das ist ja noch nicht sonderlich viel. Da könnten wir ansonsten da nochmal eben gucken. Vertrag muss auslaufen. Gerne mal... oder wir gehen auf Stärke. Hier so ein Zehner. Hm. Chambers kriegen wir ja schon. Rechtsverteidiger ist das. Defensiver Mittelfeldspieler. Linksverteidiger Kennedy hier von Chelsea. Ja. Ist halt leider Brasilianer. Das heißt, ja, von denen darf man ja immer nicht so viele haben. Wings. Ach, Wings wäre schon cool, ne? Harry Wings. Den würde ich nochmal probieren. Der findet sich auf der Transferliste. Okay. Hm. Seit 37 Wochen. Den können wir uns sofort holen. Wenn der seit 37 Wochen auf der Transferliste ist, auslaufenden Vertrag hat, dann holen wir uns den sofort. Also der sollte ja weniger als den Marktwert eigentlich kosten, in der Theorie. Wenn das nicht der Fall ist, der ist OMDM, das ist richtig gut. Das ist gut. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir ihn halt dann später holen. Aber das sollten wir auf jeden Fall testen. Das sollten wir auf jeden Fall testen. Wie sieht es denn hier so mit jüngeren Neunern aus? Crew.
Egoist und Führungsperson. Bakker, der ist aber noch 13 Wochen verletzt. Danny Bakker, ich weiß nicht. Ist dann halt natürlich die Chance groß, dass er abgewertet wird. Pierluigi Golini, aber noch einen Torhüter in der Größenordnung brauchen wir nun wirklich nicht. Dominik Heinz, immerhin auch noch ein mittleres Talent. Innenverteidiger Stärke 9. Aber einen Innenverteidiger, ja, haben wir ja eigentlich schon 3. Gut, von denen aber auch einer Linksverteidiger werden soll. Oder wir suchen uns, da war doch noch einen, oder wir holen uns doch hier den Kenny Bernat, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Juan Bernat, linker Verteidiger, offensives Mittelfeld, linkes Mittelfeld, ja. Und keine Eigenschaften, aber hier Schnelligkeit, Flanken, Dribbling. Komm, wir holen uns, versuchen mal, ob wir Bernat vielleicht noch kriegen. Hier Torhüter, Stärke 5, mittleres Talent, 15 Jahre. Das sollten wir mal im Auge behalten oder beziehungsweise gleich holen. Der wird gefördert, aber der hat auch nur Stärke 1, mittleres Talent. Großes Talent. Dann lasse ich das erstmal so. Wir können ja nochmal gucken, wie das hier mit unseren Mannschaften aussieht. Also unsere A-Jugend ist aktuell auf Rang 15 in der zweiten Liga. Die B-Jugend auf Platz 4 in der dritten Liga. Und die C-Jugend auf Platz 11 in der dritten Liga. Naja. Ne? Aber wir haben jetzt ja auch nicht so die Mittel 5 Millionen. Ja, Tendenz doch fallend. Aber trotzdem mit Wings, das könnte man nochmal probieren. Das würde dann Gogia ersetzen, der jetzt zuletzt nicht so gut war. Cornelius fällt zum Glück nur eine Woche aus. Ja, das ist schon bitter. Okay, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Woche wieder kein Anstoß 3. Anstoß 3 geht wieder in die Pause. Und ja, könnt ihr bei Factorio oder von den Home reinschauen oder halt das nächste Mal bei Anstoß 3. Macht's gut, bis dann.